Moin moin, du kleiner baumrindenknabbernder Strommastathlet oder so ähnlich. Wir sind hier wieder in der PPL gegen Bufdi und da sehen wir gleich dieses Team. Wir sehen Volcanion, wir sehen Kyurem. Geil, wir sehen Schlappohr. Ist das 1:1 das Team, was er schon gegen uns mit hatte? Nicht ganz, ne? Wir sehen Metacross. Oh ja, da freue ich mich aber sehr drauf. Wir sehen Meteno, das ist interessant. Und wir sehen noch natürlich Necrozma, was auch sonst. Necrozma. Ja, gut. Ja, was wäre ein guter Lead für ihn? Wieder Volcanion einfach. Das wäre ja fast zu easy, möchte ich sagen. Ah, ich weiß es aber auch nicht. Starmie könnte unser Lead sein an der Stelle. Um einfach Volcanion direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen, möchte ich sagen. Ich glaube, ich werde auch mit Starmie einfach reinscheißen direkt. Ich habe super Schiss vor dem Kampf einfach nur. Also es tut mir leid. Ich habe einfach nur übelst Schiss. Der letzte Kampf übrigens, by the way, das möchte ich nochmal ganz kurz ansprechen. Der war so dermaßen ekelhaft und kacke und unansehnlich, dass ich ihn nicht hochladen möchte. Und ich auch nicht hochgeladen habe natürlich. Das war einfach ganz kurze Zusammenfassung zu Omega. Hat mich über x Runden ausgestallt. Von Runde 2 an, glaube ich, bis in die vorletzte Runde oder so. Hat mich das hier komplett ausgestallt. Nachher hat Azumera den Rest gemacht. Es war einfach nur ein stinklangweiliger Scheißkampf. Und ja, war einfach nur weird. Hatte ich einfach nur keinen Bock drauf. So, wir starten rein in den Kampf. Mit Starmie zuerst. Und ich bin gespannt, ob das was wird. Puh, wir brauchen mal wieder einen Sieg. War natürlich eine Niederlage, der letzte Kampf, ne? Ist klar, dann entsprechend. Und wir brauchen jetzt mal wieder einen Sieg. Es ist Spieltag 2 der Rückrunde. Das heißt, theoretisch könnte ein Sieg drin sein. Mal gucken, ne? Mal gucken. So, wir starten mit Starmie. Das könnte darauf hinweisen, dass wir eventuell Satz mit X. Metacross. Puh. What the fuck kann Metacross? Ich meine, ich kann hier erstmal auf den Siedewasser klicken. Das könnte Metacross schon gut wehtun. Ist halt die Frage, spielt das defensiv? Das kann gut sein. Und wenn das defensiv spielt, dann wird es natürlich eine harte Number. Ich muss jetzt mal ein bisschen scouten, denke ich. Ja, Friedrich reinschicken ist vielleicht jetzt gerade keine gute Möglichkeit. Ich bleibe einfach mal drin und drücke das Siedewasser und gucke, wie er reagiert. Ja. Okay, er bleibt auf jeden Fall schon mal drin. Wir machen Akzeptanz und Burn. Tarnsteine kommen. Das ist in Ordnung für mich. Er hat kein Dingsmon, ne? So, wir könnten jetzt natürlich mit Volcanion rechnen. Aktuell würde ich aber sagen, wir drücken einfach den Turbodreher. Er könnte jetzt natürlich rausgehen. Wie gesagt, Volcanion ist jetzt eigentlich legit, weil er könnte wieder mit dem Siedewasser rechnen. Und damit ist Volcanion eigentlich legit. Und Kultra kommt rein. Kyurem ist natürlich nicht so geil aktuell. Erstmal den Turbodreher. Da kommen die Tarnsteine schon mal ein bisschen weg. Das ist eine gute Sache. Und jetzt Kyurem mit den Überresten. Ja. Können wir Kyurem 25% mit der Psychokinese ziehen? Wir sind nicht offensiv und nix. Ich probiere es einfach mal aus. Ich drücke einfach mal die Psychokinese. Wir sind schneller auf jeden Fall, was weird ist. Wir machen keine 25%. Es kommt Toxin. Das ist aber kein Problem, Toxin grundsätzlich. Das ist kein Problem. Denn wir haben innere Kraft als Fähigkeit. Ja, da. Also wenn der Delegator spielt, dann wird es halt eine harte Nummer. Ne, ist klar. So, wenn wir jetzt rausgehen, sind wir wieder fit. Und wir könnten dann theoretisch It's a Bug reinschicken. Er scheint ja nicht sehr offensiv zu sein an der Stelle. Aber auf was gehen wir denn dann? Auf Hitler einfach? Mit Hitler können wir dann eben auch wieder raus gleich. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit erstmal. Ja, keine Ahnung. Er bleibt auf jeden Fall drin. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Delegator kommt direkt. Okay. Ja, das ist natürlich nicht so geil. So ein Delegator. Wir klicken einfach mal auf den Hitzekoller erstmal und gucken, what happened. Wir sind auf jeden Fall auch schneller. Hitzekoller trifft auch diesmal. Der Delegator dürfte damit kaputt sein. I think, er kann einfach wieder auf den Delegator gehen, theoretisch. Kann jetzt wieder auf Toxin gehen auch. Was in Ordnung wäre. Ja, es kommt wieder Toxin. Und dann werden wir jetzt auf Bisaflor rausgehen, denke ich. Er wird wieder auf Delegator klicken einfach.
Und ja, Naja, dann lass uns einfach bei dem Voltwechsel einmal raus. Wir könnten auch das Irrlicht drücken, um für den konstanten Schaden, um ein bisschen gegenzuwirken einfach. Waren wir jetzt schneller eigentlich? Ja, wenn's. Na gut, wenn's Dami schneller war, heißt das noch gar nichts, ne? Bericht. 129, Dami ist etwas schneller noch, ja. So, er kann jetzt halt ohne Probleme wieder. Burn ich ihn einfach? Ich glaube, ich burn ihn einfach erstmal. So, das Irrlicht sitzt auch, das gefällt mir schon mal. Und da kommt jetzt gleich der Delegator wieder raus, sehr wahrscheinlich. Ne, Ruheort kommt erstmal. Finde ich in Ordnung. Finde ich sogar ganz gut, glaube ich. Der Burn ist natürlich eine gute Sache. Und dann sehen wir doch mal weiter, wie es aussieht hier. Ja. So, then let us go on the Voltwechsel und raus hier auf Visa. Und gucken, was happened. Ich hoffe einfach, er schickt jetzt nicht gerade Dings rein. Volcanion, das wäre nicht so geil. Wobei, da können wir reagieren direkt. Er ruft es auf jeden Fall schon mal zurück. Und Satz mit X kommt wieder rein. Okay. Das ist okay für mich. So, der Voltwechsel. Damit gehen wir einmal raus. Er macht sogar ganz netten Schaden. Und wir könnten jetzt auf irgendwas gehen, was hier richtig viel Schaden zwirbelt. Zum Beispiel It's a Bug. Denn er hat nichts. Doch mit Tenno. Damit kann er theoretisch das Erdbeben abwehren. Wir könnten aber mit der Kehrtwende auch rausgehen. Also ich gehe jetzt erstmal raus. Auf It's a Bug halt. Ne? Schneller sollten wir halt sein damit. Und jetzt werde ich mit der Kehrtwende raushauen. Mal gucken, wie er darauf reagieren wird. Vielleicht auch wieder der Wechsel, aber dann können wir direkt wieder reagieren einfach. Was gut ist. Und vor dem Delegator-Kyurem müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Das wird hart noch, glaube ich. Da könnten wir uns noch die Zähne dran ausbeißen, weil das viel mit Ruheort und allem drum und dran ist echt nicht geil. So, er ruft es auf jeden Fall zurück. Nasa kommt rein, das könnte Metemo sein. Nein, es ist tatsächlich Necrozma. Hat das Schwächenschutz? Wenn es Schwächenschutz trägt, dann RIP. Es trägt den Schwächenschutz. Okay. Ja, das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Aber wir sollten dennoch schneller sein. Und mit einem Abschlag bringt jetzt natürlich nicht mehr sehr viel, ne? Der Abschlag bringt jetzt nicht mehr sehr viel. Schwierig. Viel Schaden war das jetzt auch nicht gerade. Schwierig. Wir könnten versuchen, Toxin draufzukriegen. Das wäre schon mal ganz nice, glaube ich. Ich glaube, das versuche ich erstmal, ein Toxin. Und wo sind denn eigentlich meine Notizen hier? Habe ich hier irgendwas über Necrozma? Necrozma sollte ich eigentlich outspeeden können. Toxin wäre mir jetzt ganz recht. Ja, wir sind. Na, es misst! No way! Oh, come on. Och, komm. Ey, diese Misses, ne? Das kann doch nicht sein. Boah, Bruder muss los. Boah, ist das ekelhaft. Ja, Photonengeysir ist natürlich nicht so geil. Hier haben wir den Walschall. Der Abschlag wird aber bei weitem nicht reichen. Ich weiß nicht mal, ob der Eisterfall vielleicht sogar stärker wäre an der Stelle. Ich glaube schon. Ja, dann rein damit. Mit dem Eisterfall können wir theoretisch auch nochmal flinchen versuchen. Das ist doch so krebsig, Alter. Ohne Scheiß. Eisterfall, go. Komm, flinch. Komm, flinch ihn einfach. Please. Flinch ihn. Das macht keinen Schaden. Aber er flincht. Das ist gut. Dash ist gut. So, dann noch ein Eiszapfhagel. Oder warte mal, ist der Abschlag stärker? Das ist stärker 65, glaube ich. Sehr effektiv 130, ne? Plus Stab und so weiter. Ich glaube, der Abschlag ist immer noch stärker. Der könnte jetzt ausreichend sein. Warte mal kurz. Ich versuche mal, das raus zu eruieren gerade. 65, 130 war sehr effektiv. Plus Stab sind wir bei. Also nochmal. Um 50% obendrauf an 130 sind wieder 65. Und der Eiszapfhagel ist bei. Lass mich lügen. 85 plus Stab. Ja, der Abschlag ist auf jeden Fall noch stärker, glaube ich. Dann drücken wir den.
Ach ja, der Walschal, der gute Walschal. Stimmt. Okay, noch ein Eiszapfhagel, denn go. Go, go, go. Und Flinch, komm schon. Na, leider nicht, aber Gedankengut kommt jetzt. Why? Macht das Sinn? Macht das Sinn? So, noch ein Eiszapfhagel, go. Er könnte natürlich jetzt rauswechseln, easy. Oder er hofft auf den Miss. Oh Gott. Der Toxin-Miss, ne? Der Toxin-Miss, Alter. Krebs. Einfach nur Krebs. Okay. Boah, jetzt haben wir natürlich schon einen Mon verloren, was Kacke ist. Was richtig hart Kacke ist. Gerade Kobalium. Jetzt kann man keine Tarnsteine mehr rausholen. Das ist dreckig. Ey, der Flinch war echt wichtig, glaube ich. Der Flinch war scheiß wichtig. So, er weiß aktuell noch nicht, dass wir einen Walschall tragen. Deswegen kommt jetzt wahrscheinlich auch Suki rein. Ja, gegen Suki haben wir theoretisch den Fußkick noch. Aber das macht jetzt wenig Sinn aktuell. Wir könnten Ganja einfach reinschicken, oder? Einfach mal Ganja rein. Kann das Vieh irgendwas Krasses haben gegen Ganja? Oder wollen wir erstmal Starmie reinschicken, um zu scouten was? Wobei Starmie brauche ich eigentlich noch fit für Volcanion. Wir könnten Rotom erstmal reinschicken, maybe. Oder Libeltra. Drinbleiben macht wenig Sinn. Ich glaube, ich schicke erstmal. Ja, das Vieh ist halt so schnell auch, ne? Ich schicke, glaube ich, erstmal Rotom rein. Weil Rotom gegen Methenu noch echt gut sein könnte. Okay, Schlappohr. Mega Schlappohr. Bei Kyurem haben wir die Überreste schon gesehen, ne? Das schreibe ich mir mal auf, Überreste. Delegator kommt. Ach, come on. Delegator ist echt nicht so geil. Er könnte jetzt halt mit Kosmikkraft und so weiter einfach dingsen, ne? Damit Staffette raus. Ableitit kommt, okay. Boah, der macht fucking viel Schaden, Bruder. Fucking viel Schaden. So, Volt Switch müsste aber reichen, um den Delegator zu brechen, oder? Zumindest das. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dass es schneller war, war eigentlich auch wichtig. Aber es war klar, dass es schneller ist. Zen Ganja now. Ganja go. So, was kann ein Ganja jetzt reinschicken? Er kann Kyurem reinschicken, er kann Metacross reinschicken. Was halt schwierig ist, Volcanion ginge theoretisch auch, wobei er das nicht machen wird. Wir könnten also erstmal natürlich die Mega-Entwicklung. Wir könnten also Egelsamen drücken, wobei man damit auch rechnen könnte. Wir könnten den Middle Ground Play machen und Gigasauger drücken. Ja, das werden wir auch machen. Wir drücken den Gigasauger. Ich glaube, das ist die beste Sache, die wir machen können gerade. Er geht raus. Und Satz mit X kommt rein, okay. Das ist in Ordnung für mich. Theoretisch. Wir treffen zwar immer noch nur nicht sehr effektiv, haben aber auch noch das Erdbeben. Und dieses Metacross scheint ja defensiv zu sein. Habe ich mir irgendwas über Metacross aufgeschrieben hier? Nö. Nicht so wirklich. Okay, er hat die Beere tatsächlich. Die füllt sehr viel wieder auf aktuell. Das ist natürlich nicht so geil. So, wir könnten jetzt halt erstmal Egelsamen droppen und dann mit Erdbeben rumpimmeln. Wir droppen erstmal die Egelsamen, denke ich. Tarnsteine legen wieder. Ja, das ist in Ordnung erstmal. Dash ist in Ordnung. So, die Egelsamen kommen und treffen auch. Sehr gut, Alter. Puh, ich bin immer noch sehr fickrig aktuell. Aber es scheint erstmal ein ausgewogenes Matchup zu sein, was gut ist. So, jetzt könnten wir halt auf das Erdbeben klicken. Damit treffen wir nur Methenu nicht. Was halt scheiße wäre, aber auch wiederum in Ordnung. Wobei das physisch defensiv sein würde, ne? Trotzdem könnte es besser sein, das Erdbeben. Wir drücken mal das Erdbeben. Er ruft es sogar zurück. Crazy, was kommt jetzt rein? Cooltra wieder, okay. Ja. Damit treffen wir mit dem Erdbeben natürlich nicht mehr so stark.
Aber... Boah, das macht einfach keinen Schaden. Das ist so crazy, dieses Mistvieh. Das ist so freaking crazy. Jetzt müssen wir mal rausfinden, ob wir schneller oder langsamer sind als das Vieh. Weil wir haben nur 105 Init. Ich glaube, das wird schon schneller. Wobei, wenn es so defensiv ist, wie es wirkt, dann keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall mal schneller. Die Matschbombe macht ganz okayen Schaden. Das Mist. Okay. So, und weil wir ja schneller sind, könnten wir theoretisch auch die Egelsamen mal draufpacken. Einfach, weil wir es können. Egelsamen, go! So, wir sind halt... Oder waren... Ah, wir waren, glaube ich, nur schneller wegen der Drachenroute, ne? Fuck, das habe ich mal wieder außer Acht gelassen aktuell. Also, gute Information, dieser Flo ist langsamer als Kyurem. Wichtige Information. So, Verbrennung und Egelsamen machen jetzt mehr Schaden, als die Überreste heilen können. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nicht Dings mitnehmen soll, den Abschlag und nicht das Erdbeben. Wäre jetzt auch gut gewesen, aber naja, gut, kann man nichts machen. Und wir schauen mal. Naja, ah, jetzt könnte er wieder auf Dings gehen, auf Metacross. Ich habe wieder nicht nachgedacht. Mann! Er kann jetzt wieder auf Metacross easy gehen und wir können nichts tun. Also wir treffen ja dann Metacross mit dem Dings nicht. Mit der Matschbombe. Fuck it. Aber er bleibt drin, das ist gut. Drachenroute kommt jetzt. Jetzt trifft sie auch. Was kommt jetzt rein in die Tarnsteine? Snibuna. Na, ungünstig. Da kann ich aber mal auf den Abschlag drücken eigentlich, oder? Der schadet ja gerade nichts. Weil egal, was er reinschickt, außer Schlappohr, wird alles hart. Wobei, warte mal, ich habe den Fußkick. Und der trifft alles, glaube ich, ganz gut. Ja, der Fußkick ist natürlich ganz nice jetzt. Lass mal Fußkicken einfach. Weil ich glaube, dagegen kann er nicht wirklich viel machen. Und Kyurem sollte es sogar rausnehmen können. Ich glaube ja. So, wir haben auch Schlappohr, Delegator und Ableithieb gesehen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das viel Tempohieb kann. Möglich wäre es aber. So, das reicht aus. Nibuna holt sich damit den zweiten Kill. Kyurem ist raus. Sehr schön. Wenn jetzt Schlappohr kommt, bleiben wir dann drin? Wobei das... Nee, unser Fußkick reicht einfach nicht aus. Der reicht einfach nicht aus. So, er könnte jetzt wieder auf den Delegator gehen. Wir müssten halt mal die Tarnsteine wegkriegen eigentlich, ne? Wobei, liegen die noch? Ja doch, Frechdachs hat von irgendwas Schaden gekriegt. Aber so wenig. Ist das normal? Eis kriegt doch richtig viel Schaden von den Tarnsteinen eigentlich. Wollen wir auf Bisa-Bisa gehen? Dann können wir den Delegator brechen. Ich weiß halt nicht, was er noch so in seinem Moveset hat. Aber der Delegator ist schon sehr wahrscheinlich aktuell. Lass auf Starmie brauche ich halt einfach noch. Ich brauche Starmie halt einfach noch. Lass auf Bisaflor gehen. Jetzt kommt sowieso der Delegator erstmal wieder, denke ich. Das ist sehr wahrscheinlich. Ist auch das Beste, was er machen kann eigentlich. Ne, der Überkopfwurf kommt. Was ist denn der Überkopfwurf? Ach, der schmeißt uns auch wieder raus. Wow. Wow. Okay. So, wir sind auf keinen Fall schneller. Wir könnten aber auf einen Erdbeben gehen, theoretisch. Weil das mit Teno wieder nicht trifft. Wie viel Schaden wird der Ableitieb hier machen, ist die Frage. Wir haben eine 101er Verteidigung. Hier haben wir 129 Verteidigung. Das hat uns schon fast gekillt, ne? Aber viel weniger KP halt. Also viel weniger. Jetzt auch nicht zwingend, aber schon ein bisschen weniger. Wollen wir auf den Drachentanz gehen? Wollen wir es riskieren? Wobei, wir können auch einfach auf ein Erdbeben gehen, einfach mal. Wenn wir jetzt auf den Drachentanz gehen, haut er uns einmal was in die Fresse. Und dann sind wir schneller am Anschluss. Wobei, nicht zwingend, wir haben genau 150 Init, ne? Wir haben genau 150 Init.
Scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Nach einem Drachentanz sind wir auf 205. Und das ist genauso schnell wie Schlappohren. Das ist nicht so geil. Ja, dann lass uns auf ein Erdbeben klicken einfach. Es kommt der Ableittyp direkt wieder. Reicht nicht aus. Das ist gut. Wie viel macht das Erdbeben? Macht es viel? Ja, es geht so. Hälfte genau. Okay. Dann lass uns jetzt rausgehen. Vielleicht auf Hitler erstmal. Das stirbt in den Tarnstein, ne? Das stirbt in den Tarnstein. Okay, lass uns rausgehen auf Hitler. Jetzt kommt bestimmt wieder der Ableithieb einfach. Der Delegator lohnt sich halt nicht. Es muss der Ableithieb eigentlich kommen. Aber Hitler stirbt halt direkt. Es kriegt keine KP dazu. So, damit kriegt Metacross halt den Kill noch, ne? Wegen den Tarnstein und so. Jetzt schicken wir Stami rein oder schicken wir jetzt Ganja rein? Ganja wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, denke ich. Und dann gehen wir auf den Gigasauger und kriegen einen Haufen KP zurück und das Vieh kann eigentlich nichts machen dagegen. Right? So, Gigasauger. Ja. Und er sollte nichts machen können. Also muss entweder raus oder drückt eine Attacke, aber dann kriegt er halt den Gigasauger um die Ohren geknallt. Und egal was reinkommt, der Gigasauger wird erstmal wehtun. Bin gespannt. Er kann natürlich den Delegator versuchen und drauf setzen, dass ich auf Egelsamen gehe. Kann sein. Also, das könnte man denken, maybe. Aber ja. Mal gucken. Und dann müssen wir halt auch mal sehen, was Volcanion wird sicherlich mit dem Wildglas daherkommen. Ziemlich sicher. Schwierig. Ganz schwierig. Er überlegt recht lang, was er macht. Was okay ist. Der Gigasauger ist halt der Middle Ground Play aktuell. Das ist in Ordnung. Und zum Gigasauger von so einem Megabisaflor. Da will man ungern irgendwas reinschicken, außer man hat einen Giftdrachen-Pokémon oder so, keine Ahnung. Metacross hat ja zumindest okay einen Schaden davon gekriegt, ne? Er ruft es zurück. Ja. Und Satz mit X kommt rein. Okay, das ist wieder Metacross. Jetzt müssen wir mal genau gucken, wie viel Schaden wir machen mit dem Gigasauger. Nicht sehr viel. So, jetzt könnte er natürlich drauf setzen, dass wir wieder auf Erdbeben gehen und könnte mit Meteno reinkommen. Ziemlich sicher. Also relativ sicher. Und wir könnten deswegen auch nochmal auf einen Gigasauger gehen. Und wenn jetzt mit Teno reinkommt, wir könnten auch auf die Egelsamen gehen. Das Vieh hat wahrscheinlich aber trotzdem noch den Zen-Kopfstoß dabei, eben gegen Bisaflor. Wenn mit Teno reinkommt, wäre Frechdachs eine gute Alternative, theoretisch. Das heißt, wir könnten auch den Double-Switch wagen. Wir würden damit auch Dings abwehren. Den Zen-Kopfstoß. Und wenn Meteno kommt, können wir ihm halt einen Eiszapfhagel um die Ohren kloppen. Wir könnten aber auch saferweise auf Stami gehen, weil dagegen sollte er gar nichts machen können mit Metacross theoretisch. Vielleicht machen wir das einfach mal. Er bleibt auf jeden Fall drin. Hallo, mein Name ist Stami. Sein Kopfstoß kommt. Okay, den wärmen wir aber ab. Er macht trotzdem viel zu viel Schaden für meine Bedürfnisse. So, und jetzt einfach mal ein Siedewasser drücken, um Metacross rauszunehmen. Oder den Turbo-Dreher, um die scheiß Tarnsteine loszuwerden. Aber ich glaube, ich gehe auf den Siedewasser. Die Tarnsteine meldern aktuell nicht so schlimm, wie ich finde. Ist natürlich ungeil immer mit den Tarnsteinen, aber ja. Geht schon. So, jetzt muss er halt überlegen, was er hier rein... Ah, Siedewasser war, glaube ich, nicht der Play.
Also ist an sich schon der Play gegen Metacross, aber wenn er jetzt Volcanion reinschickt in das Siedewasser, dann ist die Attacke einfach immunisated. Das ist natürlich nicht so geil. Alles nicht so geil. Aber okay. Volcanion dürfte ja relativ langsam sein insgesamt. Ne, ist kein sehr schnelles Mon. Okay, er bleibt aber drin. Das Siedewasser killt knapp nicht. Ist auch klar. Er hat den Donnerschlag. Wow. Hat er den Patronenhieb auch noch? Warte mal. Wir haben gesehen, Tarnsteine, Sennkopfstoß, Donnerschlag. Er könnte den Patronenhieb noch haben, theoretisch. Oh, wow. Das ist gar nicht gut, dass das Dami jetzt fällt. Das ist gar nicht gut. Wir könnten also nochmal auf... Oh, wir müssen den Turbo-Träger klicken, weil jetzt Dami kann ich nochmal reinwechseln, denn, ne? Ja, den Patronenhieb, na klar. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, it's a bug. Kehrtwende. Jetzt kommt nochmal der Patronenhieb, reicht der schon aus? Der reicht einfach schon aus. Was zur Hölle? Als ob. Das kann doch nicht sein. Ja, hier reicht der Patronenhieb wahrscheinlich dann auch schon aus. Oh, come on, Mann. Oh, belastend. Einfach nur belastend. So, Gigasauger, go. Er ist natürlich nochmal schneller. Sein Kopfstoß trifft. Er reicht aus. Hey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Bruder. Ja. Wir müssen ja auf den Abschlag gehen, right? Wird der auch schon ausreichen? Der reicht auch aus. Absolut krank. Ey, es sah so gut aus. Ich weiß nicht, wo dann das... Wo, das Siedewasser, das hat gemattert, ne? Dass das nicht getroffen hat. Dass das Siedewasser nicht getroffen hat... nicht getroffen, nicht gereicht hat. Das hat gemattert am Ende. Oh. Ein KP. Wegen einem KP. Wegen einem verdammten KP. Konnte Metacross das ganze Match clearen. Ich glaube, wenn Stami überlebt hätte, wenn das Siedewasser gereicht hätte, wäre Metacross raus gewesen, Volcanion, Schlappo und Meteno wären noch gewesen. Volcanion hätte Stami niemals rausnehmen können, auch mit Wildlaster wahrscheinlich nicht. Und zwei Donnerblitze werden es outspeedet, zwei Donnerblitze hätten gereicht. Schlappohr hätten wir auf jeden Fall noch mit Bisaflor regeln können und mit Teno hätten wir noch Dings gehabt, Snebuna, und dann wäre es gut gewesen. Alter, wegen einem fucking KP nicht gewonnen. Das ist so sad. Das ist so sad. Tja, GG denn und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.